Die rechtschaffenen Werke. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, wer das Rechte tut, ist es für seine eigene Seele. Und wer Böses tut, ist es wider sie. Und dein Herr ist niemals ungerecht gegen die Diener. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah und Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Nun zum Thema. Die guten Taten lassen wahrhaftig die schlechten Taten vergehen. Jenes ist eine Ermahnung für die Gedenkenden. Letzte Woche sprachen wir vom Nachdenken über unsere Lage und von der Befreiung unserer Herzen, indem wir Allah um Vergebung bitten. Diese Woche betrachten wir zukunftsbezogene Taten. Der oben genannte Vers berichtet uns, dass wir, wenn wir unsere Herzen weiter läutern wollen, gute Taten verrichten müssen, da diese uns ebenfalls dazu verhelfen, unsere Sünden hinfort zu wischen, wenn wir uns schuldig fühlen, weil wir eine Sünde begangen haben, dann sollten wir zusätzlich zum Bitten um Vergebung bewusst hinausgehen und versuchen, Gutes zu tun. Verrichte eine Tat, die Allah liebt und belohnt. Es kann eine beliebige Tat sein, vom Almosen geben über das Helfen bei den Hausarbeiten unserer Familie bis zum Koranlesen. Irgendetwas, was im Islam als lobenswert erachtet wird. Und offensichtlich gilt dies nicht nur dann, wenn wir uns schuldig fühlen. Doch, wie kann uns dies dazu verhelfen, Seelenfrieden zu erlangen? Allah sagt im Koran, wahrhaftig, diejenigen, die den Glauben verinnerlichen und die rechtschaffenen Werke verrichten, der Allerbarmer wird ihnen Liebe zuwenden. Allah verwendet im oben genannten Vers das Wort Wud für Liebe. Und einer der Namen Allahs ist Al-Wadud, der Liebevolle. Was bedeutet das Wort Wud? Warum benutzt Allah nicht ein geläufigeres Wort wie Hob oder auch Ishq? Beides bedeutet eine Art Liebe, doch die Gewichtung ist unterschiedlich. Wud ist eine offenkundige Liebe. Jemand kann einen beispielsweise wirklich lieben, es jedoch nicht zeigen. Seine Liebe mag zwar rein und wahrhaftig sein, doch man weiß nichts davon, da er in seinen Taten niemals seine Liebe zeigt. Allah ist jedoch Al-Wadud. Und denjenigen, die Gutes tun, wird er Wud gewähren. Eine Liebe, die offensichtlich ist, die gezeigt wird. Und solange wir Gutes tun, befinden wir uns im Bereich der Liebe Allahs, gepriesen sei Allahs. Wie zeigt Allah uns diese Liebe? Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, berichtete uns, wenn Allah jemanden liebt, dann ruft er Gabriel, Frieden sei auf ihm. O Gabriel, ich liebe den und den Menschen, also liebe ihn. Dann ruft Gabriel zu den Himmelbewohnern, Allah liebt den und den Menschen, also liebt ihn. Und die Engel werden diese Person lieben. Und dann wird Allah für diesen Gläubigen Akzeptanz auf Erde schaffen. Gepriesen sei Allah. Indem wir Taten verrichten, die Allah liebt, erhalten wir seine Liebe und Zuneigung. Diese Liebe und Zuneigung zeigt sich darin, dass er für uns Akzeptanz bei anderen Menschen schafft. Wie könnte es auch anders sein? Ein den Glauben verinnerlichender ist nicht nur jemand, der nur die Anbetungshandlungen verrichtet, die zwischen ihm und Allah sind, wie beispielsweise das Gebet oder das Fasten. Ein wahrer den Glauben verinnerlichender ist jemand, der im Dienste der Menschen steht. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass seine Absicht, wenn er gläubigen Menschen zu Diensten steht, für Allah ist, wenn
Demnach die Menschen seine Arbeit nicht anerkennen, ist er dennoch zufrieden mit dem Wohlgefallen Allahs und versucht mehr Gutes zu tun. Dann sein endgültiges Handelsgeschäft mit seinem Herrn und Versorger ist. Jedes menschliche Wesen hat das Bedürfnis nach Liebe und manchmal bemühen wir uns unzählige Stunden, um diese Liebe von Menschen zu bekommen. Dies ist nicht unbedingt schlecht, doch indem Allah sich selbst Al-Wadud genannt hat, informiert er uns darüber, dass er der Liebvolle ist und dass wir um diese Liebe wetteifern sollen, indem wir Taten verrichten, die von Allah als gut erachtet werden. Wie zeigt Allah diese Liebe noch? Allah teilt uns in einem Qudsi-Hadith mit, indem er sagt, durch nichts erlangt mein Anbeten Dienender Zuneigung von mir, außer dass er das tut, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Und mein Anbeten Dienender nähert sich mir mit freiwillig Zusätzlichem, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Augenlicht, mit dem er sieht, seine Hände, mit denen er festhält, und seine Füße, mit denen er läuft. Und wie er mich bittet, dann werde ich es ihm gewiss geben. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, dann werde ich sie ihm gewiss gewähren. All das oben Genannte ist ein Ergebnis der Liebe Allahs. Wir beginnen mit dem Verpflichtenden und ergänzen es mit dem Empfohlenen und Freiwilligen. Solange wir das tun, was von Allah als gut erachtet wird, erlangen wir Liebe von Al-Wadud. Was könnte es uns mehr beruhigen, als dies zu wissen? Wenn wir uns spirituell niedergeschlagen fühlen, empfinden wir leicht, dass unsere guten Taten nicht wichtig sind, weil wir so böse sind. Doch die oben genannten Verse und Hadithe zeigen uns, dass dies nicht der Fall ist. Selbst wenn wir sündigen, sollten wir gute Taten nicht unterlassen. Diese guten Taten verhelfen uns dabei, die schlechten hinfortzuwischen. Und sie sind ein Mittel, um Allah näher zu kommen. Wir werden niemals perfekt sein. Der Schlüssel ist, unsere Fehler zu erkennen, um uns daran zu erinnern, demütig zu sein und um Vergebung zu bitten, ohne an ihnen zu verzweifeln. Die beste Methode ist das Beispiel des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten, ihm Wohlergehen schenken und den Prophetengefährten zu betrachten. Obwohl der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, hinsichtlich der Offenbarungsübermittlung fehlerfrei war, bat er seinen Herrn täglich um Vergebung. Er betete, während die Menschen schliefen, und er unterstützte sie, wenn sie ihn, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, brauchten. Er lehrte die Menschen, ihre Sünden nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. In der Geschichte von Ka'b ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verbot der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, beispielsweise allen Muslimen 50 Tage lang mit ihm zu sprechen, da er sich ihnen im Kampf nicht angeschlossen hatte und keine Entschuldigung dafür hatte. Es war eine Anordnung von Allah. Stell dir vor, du wärst Ka'b. Du hast deine muslimischen Gefährten im Stich gelassen, als sie dich am nötigsten brauchten. Es ging um die Schlacht von Tabuk, die besonders anstrengend war. Dies genügt, um sich schuldig und nutzlos zu fühlen. Doch obendrein wurde
dem Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, wie auch den anderen Muslimen angeordnet, als Strafe nicht mit dir zu reden, nachdem du die Wahrheit über das Geschehene gesagt hast. Wie hättest du dich gefühlt? Ka'b, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fühlte sich äußerst schuldig und ein Teil von ihm wünschte sich, er hätte nicht die Wahrheit darüber gesagt, warum er sich ihnen zur Schlacht nicht angeschlossen hatte. Doch er blieb standhaft. Er betete und wandte sich an seinen Herrn und er widerstand der Verführung derer, die von der Gelegenheit profitieren wollten, um jemanden vom Islam abzubringen. Was geschah also nach 50 Tagen? Allah offenbarte im Koran, dass er ihm vergeben hat und auch den anderen beiden Prophetengefährten, die denselben Fehler begangen hatten. Immer, wenn du dich also in deinem Herzen niedergeschlagen und beunruhigt fühlst, dann stärke dir das Rückgrat, indem du dich in Taten stürzt, die Allah liebt. Denn der eine, der sich Al-Wadud, der Liebevolle, nennt, wer dir so er will Liebe und Zuneigung gewähren. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gudda außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten Diener und Gesandter ist. Geschwister im Islam. Allah hat den Koran seinem Gesandten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, herabgesandt und lehrte ihn den enormen Wert dessen, was er herabsandte. Er lehrte seiner Schöpfung in seinem Buch durch die Zunge seines Gesandten, dass der Koran ein Schutz für den ist, der durch ihn Schutz sucht und den Recht leitet, der ihn als Richtschnur nimmt und den reich macht, der durch ihn Reichtum sucht. Er ist eine Zuflucht vor dem Feuer, für den, der ihn befolgt, und Licht für den, der sich durch ihn erleuchten lässt. Er ist Heilung für die Seelen und Richtschnur und Barmherzigkeit für die, die den Iman verinnerlicht haben. Darauf befahl Allah seinen Geschöpfen, dass sie den Iman an ihn verinnerlichen und nach seiner Weisheit handeln sollen. Sie sollen für erlaubt erklären, was im Koran erlaubt ist, und für verboten erklären, was im Koran verboten ist. Sie sollen den Iman an die Mutashabihat, also sich dem menschlichen Verstand entziehen, verinnerlichen und aus seinen Gleichnissen Lehren ziehen. Sie sollen sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Anschließend hat Allah ihnen versprochen, dass wenn sie ihn, den Koran, rezitieren und nach ihm handeln, sie vor dem Feuer, also der Hölle, bewahrt werden und ins Paradies eintreten werden. Darauf ordnete er seiner Schöpfung an, dass sie, wenn sie sein Buch rezitieren, es mit Andacht rezitieren, über ihn mit ihren Herzen nachdenken sollen. Und wenn sie ihn von jemand anderem hören, so sollen sie auf die beste Weise zuhören. Darauf versprach er ihnen die reiche Belohnung, gelobt sei er. Daraufhin lehrte er seine Geschöpfe, dass derjenige, der den Koran rezitiert und damit mit seinem Herrn einen gegenseitigen Handeln eingeht, einen Gewinn erwirtschaftet, den kein anderer Gewinn übertrifft, und Allah zeigt ihm den Segen dieses gegenseitigen Handels im Dies und Jenseits. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den
Erfolg und bewahre unsere Heimatländer für Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten.